Hallo und herzlich willkommen bei Blackwood Crossing. Ich bin der Lautschmer. Jawohl, und in der letzten Episode, ja, haben wir irgendwie, keine Ahnung, haben wir irgendwie rausgefunden, dass anscheinend Finn nicht mehr am Leben ist. Dass er gestorben ist und er uns im Prinzip immer wieder so Messages geschickt hat, was alles so in der Vergangenheit war. So würde ich das mal deuten. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne mal noch die anderen Episoden davor anschauen, falls ihr das nicht getan habt. Oh Mann. Das scheint jetzt so die Geschichte nochmal so abzureißen. Genau. I'm sorry. Let me help you. Die ganzen Abteile sind von dem schwarzen Zeug voll. It's called Finland. Wow. Okay. Das ist immer die komplette Geschichte, wie man da abspielt. Finn, don't go! Wow. Okay. Ganz alleine. Cam? Scarlett? Is that you? It's me. I just want you to know I'm here. If you need me or want to hang out. Thank you. Or not. Or whatever. I mean, no pressure or anything. I understand. Everything seemed wrong after Finn. After Finn died. I guess I was waiting for it to feel right again. But it won't. I'd wait forever. We're all here for you. I know. I'll be back. I promise. There's something I have to do. Okay. So eine Art Selbstbewältigung von dem Tod ihres kleinen Bruders. Oha. Wieder hier hoch zum Baumhaus. Könnte sein. Finn! I can't reach! Scarlett, darling, I'm here. Dad? Oh, er will eine Räuberleiter machen. Okay. Up you go. Ich hab dich lieb. Du fehlst mir. Danke. Du fehlst mir. I miss you, Dad. Go on, sweet pea. Mum's waiting. Hä? Ja, was denn mit den Eltern? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Bei vorhin ist auch schon in der Vergangenheit, Vergangenheitsform von den Eltern gesprochen worden. Sind die auch nicht mehr da? Hm.
Wow. Oh, da ist Finn. Finn. It's going to be okay. Mum's here. I know. I think you need to go with them. I can't. I don't want you to, but I think you have to. Look at her face. Look at her face. Okay. Können wir jetzt die Maske abnehmen? Wow. Oh Gott. Krass. I can't remember what she looks like. Oh no, Finn. I didn't understand. It's going to be okay. I can help. Sind die Eltern etwa so früh gestorben? I can remember. Dass Finn noch so klein war? Like in my dreams. Dass Finn noch so klein war und er sich nicht mehr richtig an seine Eltern erinnern kann. I can draw her for you. Okay. Wow. See, it's gonna be okay now. Mum. Okay. Können wir das jetzt nehmen? Ja. Leben schenken, okay. This had better work. Thank you, Scarlett. You're a fine girl, and we're very proud of you. Mom, don't leave me. We can't stay. You know that. I don't want to be alone. You won't be. Finn. It's time to go. I never meant to hurt you. I know. I'm sorry. No, I'm sorry. You don't have to be anymore. I love you. I love you too. Goodbye, Scarlett. Wow. Oh man. Oh, krass. Leute, ich muss euch echt sagen, oh, ich habe Tränen in den Augen. Echt Wahnsinn. Okay, Scarlett ist jetzt ganz alleine. Anscheinend sind die Eltern schon vor längerer Zeit gestorben. Und Finn konnte sich einfach nicht mehr genau an sie erinnern und hatte nur noch sie als Bezugsperson und sie hat sich dann anscheinend nur noch um ihr Zeug gekümmert und um ihre Beziehung und hat ihn vernachlässigt und allein die Großeltern konnten natürlich sie nicht auffangen, ne? Oder ihn nicht auffangen, ne? Ihm nicht die Schwester ersetzen oder beziehungsweise er hätte die Schwester gebraucht und die Großeltern konnten das natürlich nicht alleine kompensieren, sodass sie ihm die nötige Stütze gegeben hätten. Wow.
Krass. Ja, man muss echt sagen, das Spiel ist sehr, sehr traurig. Wow. Auch das Lied jetzt am Schluss ist sehr schön. Aber auch so die musikalischen Stücke im Spiel selbst waren auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr schön. Oh, Wahnsinn. Oh Gott. Richtig cool. Das war Blackwood Crossing. Ja, wenn es euch gefallen hat, ne, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze jetzt gesehen habt. Vielleicht seht ihr es total anders und sagt, nee, das hast du irgendwie falsch verstanden, Lautschmerz. Dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und wie hat euch Blackwood Crossing allgemein gefallen? Lasst es mich wissen. Ich will es gerne hören. Feedback ist mir in dem Spiel jetzt gerade so wichtig. Ja, und na gut, dann sehen wir uns wieder bei einem neuen Let's Play, das sicherlich kommen wird. Und es sind ja auch noch die anderen Projekte auch immer noch am Start. Ja, Wahnsinn. Ah. Naja, dann macht's mal gut. Trocknet eure Tränen, wenn ihr jetzt auch ein bisschen geschluchzt habt. Ja, das macht gar nichts. Ist schon in Ordnung. Dann macht's mal gut. Ciao, ciao. Bye, bye.